Okay, versuchen wir es einfach mal. Ja, nice! Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Unturned. In der letzten Folge haben wir hier das Banditenlager geklärt. Allerdings wird es jetzt schwierig, denn hier wollen wir in den Keller runter. Wow, fuck. Nein, fuck! Shit! Kletter hoch! Kletter! Oh! Alter, das war ein Fehler. Wobei. Oh. Oh, warte. Einer ist weg. Dann sind nur noch zwei da. Scheiße! Ich hab doch noch das da. Ah, okay. So, gut. Mir geht's wieder halbwegs gut. Es ist voll. Ja, gut. Oh, Durst stillen. Mist, wie soll ich da reinkommen? Hätte ich mir den Munition noch aufgehoben? Mann. Ärgerlich sowas. Gut, das konnte ich ja auch nicht wissen. Mensch. Was? Kann der noch was? Oh, drei Schuss habe ich noch. Ja! Ja! Ich kann noch. Und. Fuck it! Scheiße, schon wieder gebrochen. Mann, ich krieg das nicht hin, die Leiter runterzugehen. Bogen hier nehme ich mit. Oh oh, warte mal. Ein kleiner Fehler ist mir da unterlaufen. So. Ich will den da weg haben. Und eine Waffe hier hin. Na komm, nehmen wir mal einfach das da. Oh oh. Gehen wir hier rein? Huh. Hier ist ein Kitchen Knife. Nee, erstmal nicht. Oh oh, da hinten steht einer. Aber es ist nur einer. Achtung. Wobei, da geht's die Treppe nochmal runter. Kommt der? Hä? Lol. Der ist AFK. Da unten sind aber noch welche. Mein Knochen ist schon gebrochen. Ein Katana! Das nehme ich. Scheiß auf die Waffe hier. Ich nehme meinen Katana. So. Ich bräuchte aber irgendwie. Oh Mann, Munition. Ranger Ammunition. Ammun Dingsbums Box. Mist, ich muss da runter. Irgendwie. Fuck. Fuck you! Shit! Bandage. Go. Oh Gott! Vorsichtig! Es ist ja ein halber Bosskampf hier! Sozusagen, ne? Wegen dem bin ich jetzt hier runter. Eine Machete, ist die besser? Nee. Alter, ich mach mir jetzt mal erstmal neue, Dingsens. Okay. Wow, Alter. Krasser Scheiß, ne? Was hier gerade abging. Warte. Komm, ich nehme jetzt alle Klamotten und mach mir damit, oh, aus dem kann ich mir nichts machen. Schade. Okay, alles mitnehmen, was Kleidung ist, damit ich mir Bandagen davon machen kann. So. Okay, nice, so gefällt mir die Welt doch schon viel besser. Oh mein Gott, ey, der Keller hier war schon krass, ne? Nice, mega cool. Freut mich, was hier für Party abgeht. Ich liebe dieses Spiel, Leute. Ich liebe es. So. Da unten scheint ein Friedhof zu sein. Wahrscheinlich sind da ein paar Räuber umgekommen oder sowas. Auf jeden Fall ist diese Insel hier ein echt gutes Lager.
Und ja, tatsächlich, es sind Blumen, da stehen zwei Grabsteine. Was steht da drauf? Steht da überhaupt was drauf? Oh, RIP! Oh, 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 böse, 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 ne? Was hier wohl passiert ist. Entweder sind sie eines natürlichen Todes gestorben oder vielleicht wurden sie umgebracht vom Boss. Ne? Wer weiß, wer weiß. So, wir schwimmen jetzt rüber zur Wiltshire Farm. Und ja, gucken, ob wir da vielleicht Essen bekommen. Denn Essen wäre jetzt echt nicht schlecht. Da habe ich irgendwas Essliches noch dabei. Eine Karotte. Komm, die hauen wir schnell rein. Schadet nicht. So, und da oben die Tomate. Die rettet uns bestimmt auch noch einiges. So. Oh, die war schön lecker, ne? So. Puh. Das Spiel ist echt geil. Das macht echt Spaß, muss ich sagen. So. Dann gehen wir Richtung Farm. Und an der Farm, was erwartet uns da? Ich weiß es nicht, so. Weiß es echt nicht, so. Da oben sehe ich wieder so einen Bauer und ich habe meinen Lieblingskatana wieder. Das gefällt mir. Ich habe ein Nachtsichtgerät, ich habe einen Rucksack, ich habe so einen Hut, ich habe so einen Bandana und bin vermummt. Ich bin ein Räuber, ein Plünderer. Allerdings raube ich nur die Zombies aus. So, Hallöchen. Und tschüss. Geil, jetzt one-hitte ich die. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Zeichen. Oh, nice, nice, nice. Bogen. Hallo. Oh, cool, du kommst. Okay, die two-hitte ich jetzt. Und die hier one-hitte ich sowieso. Und den hier ermeuchle ich von hinten. Bam. Okay. Kann ich das noch mehr aufwerten? Ah, nice. 60. Okay, jetzt 70 ist das nächste. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Gucken noch Essen. Essen, 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 Essen. Daraus machen wir uns eine Bandage, wenn es geht. So, zack. Okay, zack. Wunderbar. Was? Okay, brauche ich nicht. Chocolate Bar kann man noch essen. Kann man auch noch essen. Kann man nicht mehr essen. Aber das hier esse ich gleich. So, oh, lecker, lecker, lecker. So. Und, hups, was wollte ich noch essen? Chocolate Bar. Gut, ist jetzt bei 43 fast am Vergammeln, aber was soll's, so. Oh, Candy Bar. Nee, den nehme ich nicht mehr. Okay, in den Schuppen hier, da muss ich nicht unbedingt reinschauen. Schauen wir doch da drüben an der Farm vorbei. Ein Auto wäre jetzt nicht so ganz schlecht. Oh, da oben auf der Pirate Cave. Das hier hinten ist ja die Pirate Cave, da oben ist noch so ein Sendemast. Ob ich da noch hin soll? Ich weiß nicht. Soll ich... Na, muss ich die Farm noch hier looten? Sollte ich? Das Haus da hinten ist zweistöckig. Gut, laufen wir einfach mal hin. Und dann können wir ja hier zum O'Larry Prison gehen und von dort dann nach Alberton. Ne? Das ist, denke ich, eine gute Route. Eine gute Route für die Ute. So, auf geht's. Mann, Mann, Mann. Das Spiel fasziniert mich immer noch. Es ist einfach so schlicht und einfach von der Grafik her. Aber von der Atmosphäre finde ich es echt genial. Zum Beispiel das hier. Ho, ho, ho. Das bringt einen echt so ein bisschen das Walking Dead Feeling. Das ist... Oha, oha, oha. Pam, der ist weg. Und für die hier brauche ich jetzt zwei Schläge. Und Kapounce. So. Ein Traktor! Amen! Ich wusste doch, das bringt was, wenn wir hierher fahren. Allerdings nicht, wenn wir wieder darüber schwimmen. Oh Mann, bringt uns doch nichts. Sorry, Leute, Fehlalarm. Hier ist noch ein Compound Bow. Ist da noch ein Pfeil? Nee. Ist der Pfeil nicht extra? Schade. Oh, fuck. Shit. Und pam. Oh, oh. Und pam. Okay. Und okay, gut. Alles gut, Leute. So, bitte kurz die Bandage hier nehmen. So. Dann nehmen wir das hier bitte noch kurz. Und füllen das hier nochmal auf. Okay. Habe ich nicht noch irgendwo eine Bandage? Schade. Okay, dann sollte ich mal hier einfach die Rüstung mitnehmen. Die Rüstung. Was laber ich? Man, daraus eine Bandage, genau.
Zack. Halt Rechtsklick und ausrüsten. So. So, okay. Gehen wir hier noch rein. Hallo? Nur eine Schaufel und hier nochmal was. So, und noch ein Pfeil. Ey, es freut mich, dass es so viele Pfeile gibt, ne? So, mit dem Compound Bow könnte ich tatsächlich was anstellen. So. Fahren wir, oder wir fahren mit dem Traktor nach Alberton und gehen von Alberton dann nach, Dings. Machen wir es so doch. So, Map. Wo muss ich hin? Genau in die Richtung. Yo. So. Resi, ich hol dich mit meinem Traktor ab. Resi, mit dem da macht niemand mehr schlapp. Yo, und da hinten, ey, ist das ein Schiff, was da vor Anker liegt? Ich weiß nicht. Egal, Traktor Power, let's go. So, auf geht's. So, da sind wir in 0, nix in Alberton. Und dann wollen wir uns vielleicht, das reicht jetzt für diese Folge nicht mehr, das Gefängnis angucken. Will mal gucken, da vorne sieht's aus, als ob es da einen Waffenladen gäbe. Vielleicht finden wir ja da die ein oder andere gute Waffe. Naja, wer weiß. Erstmal, let's go. Sind da viele Zombies? Okay. Wir dödeln da jetzt mal durch. So. Die sind easy peasy. Oh. So. Das ist echt eine gute Taktik hier. Einfach reinfahren. Dann den ganzen Kai hier drehen. So. Und wieder reinfahren. Und sie wieder töten. Oh fuck, den einen habe ich nicht getroffen. Und. So. Okay, lebt keiner mehr. Laundromat, ne? Da könnte ich jetzt Bandagen herstellen. Ja, könnte ich. Aber bin zu faul dafür. Was gibt's hier? Metal Bar. Einfach ein leerstehendes Haus. Sowas gibt's hier auch. Okay, dort hinten gibt's Closes. Gehen wir hier kurz durch. Essen wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn wir das finden würden. Was ist denn das? Oh, das will ich anziehen. So, ein Black Parker. So, Tausch. Was? Habe ich es jetzt gedroppt? Na, warte. So, jetzt sehe ich... Oh, jetzt sehe ich noch gefährlicher aus. Dann können wir nämlich den Rest vercraften. In eine bessere... So, und eine davon benutze ich gleich. So, oh, mir geht's schon viel besser. So. Kann man mitnehmen, ja, ja. Brot nicht. Das da schon. Ja, komm, das nehmen wir mit. Und das da. So, oha, die haben hier vielleicht während der Zombie-Apokalypse gegrillt. Könnte sein. Und dann gibt's Pharmazeug und bam, der ist weg vom Fenster. Ne, es ist kein Waffenladen gewesen, leider. Aber gut. Oh, leckere Chips. Gut. Oh, hier. Ja, der hat ein Let's Player-Zimmer, ein Zockerzimmer. Das kennen wir noch woher. Hi und tschüss. Oh, oh. Und. So. Oh, fuck, meine Maus hängt. Oh, oh. In solchen Dingen ist es verheerend, ne? So. Okay, machen wir YOLO? Oder wir machen kein YOLO. Warte. Wir machen das anders. So, zack. Warte mal. So, und... Ups. Das da, das da. Und das jetzt, so. Okay, versuchen wir es einfach mal. Ja! Nice! Ich liebe diesen Bogen. Ja, die sind alle one-hit! Beste Waffe im Spiel.
Oh, den habe ich nicht getroffen. Scheiße. Können wir ja noch nachholen. So. So. Ich brauche mehr solche Pfeile. Ups. Jawohl! Ey, wie gut bin ich denn? Mit diesem Bogen. Wow, oh, oh, und pam. Okay, einer musste es überleben. Komm vor. So. Okay, aber den hat es weggefetzt. Ich hatte doch drei Pfeile. Ah, da liegt noch einer. Alter, wo der hingeflogen ist. So, die Vitamine und alles. Das dröhne ich mir gleich rein. So. Okay. Und dann würde ich sagen, hier war es das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.